Für drei Tage macht ihr das toll. Du bist fast Profi. Komm. Aber er ist ein bisschen. Was? Er ist ein bisschen wie du. Warum? Er sagt immer, er ist der Beste. So wie du. So wie du. It's me. It's ah, ja, ja. I'm the one who starts. Akilo und Sheba, boy, na. Ah, Mann. Du musst halt auch mal verlieren. Das Spiel ist noch nicht over. Stimmt. Ja. Nein, okay. Ja. Das ist genug jetzt. Ich habe jetzt 5 Kinder und 2 Frauen. Das ist genug. Hallo, guten Abend. Ich bin die Ann und ich mache die Candice-Frau in der Zentralstraße. Was mir wichtig ist, ist hier diese Linie. Die darf nicht höher und nicht niedriger sein. Verdiene. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich diese Arbeit fast lieber mache. Ich finde es wunderbar, nach Afrika zu fahren. Ich finde es toll, schöne Sachen zu finden. Es wird immer schwieriger. Und ich finde es toll, sie dann auch an nette Kunden verkaufen zu können. Das erste Mal, 1996, habe ich gesagt, guten Abend, herzlich willkommen im Afrika-Haus. Und diesen Satz habe ich seit 10 Jahren beibehalten. Guten Abend, herzlich willkommen im Afrika-Haus. Ja.
und wer es nicht weiß, ich lebe seit 13 Jahren mit einer Unterbrechung von 2 Jahren mit einem Afrikaner zusammen. Ohne Akim gäbe es das Afrika-Haus nicht. Ich wollte nicht, dass er Taxifahrer oder Tellerwäscher oder was sonst wird. Und ich hatte plötzlich die Idee, eigentlich für den Akim einen Laden aufzumachen und hatte mir vorgestellt, ja, eine Plattform für schwarz-weiße Beziehungen, also dort Ausstellungen zu machen, sei es Kultur, Musik, Essen. Der Akim kann gut kochen und ich hätte nie gedacht, dass das ja so gut laufen wird. Vor gut 40 Jahren war ich das erste Mal in Afrika. Und ich muss sagen, was man so einen Kulturschock nennt, habe ich bekommen. Ich war 6 Wochen waren es geplant und ich war froh, als die vorüber waren. Ich habe dann einen Afrikaner kennengelernt und habe mich in den verliebt und habe über ihn angefangen, mich für Afrika zu interessieren. Sein Verhalten, sein Denken, alles Zeitgefühl war so anders, dass ich gedacht habe, entweder trenne ich mich wieder oder ich fange jetzt an, den Afrikaner zu verstehen. Sind die alt? Sieht ja. Nicht so aus. Die? Ja? Die sind alt. Ja? 100%. The reason why I come here is, I think it's the same reason for everyone. Because at home, you don't find things doing. You just sit every day to hope. And you hear from everybody who is coming to Europe. They have a car, they even build a house. They give a lot of gishan to their family. Everybody wants nice things. That is the reason why everybody is trying to look for a better life. Give me a speaker phone. Yeah, but down. Yeah. Uns bitte. Mir dieser Kette ist Kim in Las Vegas. Woher? Las Vegas. Las Vegas. Super. Also Las Vegas ist natürlich eine tolle Wahl. Ich mag einen Afrikaner und er hat mir gefallen, er hat mir imponiert und er war dann sehr ehrlich mit mir und hat mir gesagt, du, ich suche eine Frau zum Heiraten, weil ich hier bleiben möchte. Ich habe längst ein anderes Afrika-Bild. In meiner Beziehung zu Akim habe ich vor allem eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Das heißt, den anderen in seinem Sein, seinem völlig anderen Fühlen, Denken und Handeln verstehen lernen, akzeptieren, respektieren, vertrauen, den ersten Schritt machen. Und ich hatte das Glück, nicht betrogen und enttäuscht zu werden. Das habe ich 1996 gesagt. Und ich bin enttäuscht worden. An. Hat eure Beziehung auch eine materielle Basis? Seid ihr verheiratet? Und was für eine Gemeinschaft ist das? Also die Ehe war ja eigentlich nur dazu da, damit er hier einen Aufenthalt hat und eine Arbeitsgenehmigung. Also ich bin grundsätzlich gegen die Ehe. Ich lehne die Ehe ab.
Und wenn du mich nach einer materiellen Basis fragst, also das Materielle spielt immer eine Rolle und ich finde es auch normal, dass man darüber redet und dass man das ausspricht. Geld hat nun mal eine große Macht in unserer Welt und ich habe auch nichts dagegen, dass mein Geld mit jemandem zu teilen, mit dem ich mich wohlfühle. Und ich denke, dass es für den Achim schon auch wichtig ist, das Finanzielle. Und wenn du ihn fragst, womit er die drei Häuser gebaut hat, also wir haben ja das Afrika-Haus zusammen gehabt und aufgebaut und da hatte ich ihm ja einen Teil von geschenkt und von dem Geld hat er natürlich, da hat er halt geschaut, dass da viel rüberkommt nach Nigeria und er hat halt investiert in seine Familie. Achim, tu mir den Gefallen, komm bitte hier hoch. Das ist nämlich ein Durchbruch für ihn. Das ist zum Beispiel etwas, was ich lernen musste und akzeptieren musste, dass er es nicht mag. Ich habe losgelassen und plötzlich steht er da. Und der Achim kocht seit heute Morgen um 10 und wenn ich hier gleich aufhöre, eröffnen wir auch das Buffet. Last not least. Danke, Achim. Danke. Vom Gesetz her so, dass der Afrikaner hier verheiratet sein muss, um einen Aufenthalt zu bekommen. Und dann gibt es eben die Frau, die irgendwann den Zugang zum Afrikaner gefunden hat und der hat halt auch ein anderes Verständnis von Alter, Schönheit. Und ich sage mal, da kommen manchmal, ich meine das nicht im negativen Sinn, da kommen zwei Bedürftige zusammen. Und wenn man das weiß, wenn man sich nichts vormacht, dann finde ich das in Ordnung. Glaube ich, gefällt ihm die Art, wie ich lebe, auch im Geschäft. Er hat also ein gutes Gespür für Qualität und ich glaube, er schätzt meine Qualität. It's right. Yeah, it's right. It's right. Würdest du Anne genauso lieben, wenn sie eine arme Maus wäre? Ja. Aber es ist angenehmer mit... Ja. Ah, ist die Produktion gekommen. Was ist denn da gekommen? Ah, die Hose, auf die, ja, die sieht gut aus, auf die wir so lange warten schon. Salah, machst du die Bescheid? Superschade. Okay, danke, weil die müssen fertig werden. Kastiges Werk, ja, angezogen finde ich es jetzt gar nicht schlecht. Ihr sorgt dafür, es geht raus. Es geht raus, prima. Ciao, danke. Also was mir ganz wichtig ist, das Allerwichtigste ist Vertrauen und dass ich das Gefühl habe, ich kann dem anderen wirklich vertrauen und dass ich nicht belogen werde. Also das hat nichts mit Kontrolle zu tun. Wie lange wart ihr getrennt? 2 Jahre.
2 Jahre. Mhm. 2 Jahre. Mhm. Nachdem wir vorher 10 Jahre zusammen waren? Nicht also ganz Jahre. 10 Jahre, ja. Mhm. Und wie ist das gekommen, dass ihr euch wieder gefunden habt? Tja, der Akim ist wieder auf mich zugekommen und hat mir eines Tages gesagt, er möchte mir gerne was erzählen und er möchte gern, dass ich von ihm erfahre und nicht von jemand anderem. Und dann hat er mir gesagt, dass er die ganze Zeit, während wir zusammengelebt haben, also dass er verheiratet ist in Afrika, in Nigeria, und damals war gerade das 4. Kind geboren. Und das wollte er mir sagen. Und hat mich halt gebeten, ob wir nicht nochmal miteinander neu starten können. I think every Africa who live in Europe here, who are married to white women, they all have, I can say 90% have family in Africa. Yeah, I have a bad conscience that I was liar. I think this is the reason. Ich denke, das waren schon mehrere Gründe. Er hatte ja auch nicht nur, dass er mir dann erzählt hat, dass er die Frau und die Kinder in Afrika hat. Er hatte ja auch hier parallel eine Geliebte. Und ich glaube, es ist ihm einfach alles zu viel geworden. Und als er mir gesagt hat, er hat 4 Kinder, also ich war eigentlich geschockt, dass er es mir so lange nicht gesagt hat. Die Tatsache, dass er es hat, hat mich weniger geschockt. Und ich glaube auch, du warst überrascht, dass ich so... Cool. Ja. Wir sind ja auch öfter nach Afrika gefahren und ich habe ihm oft vorgeschlagen, such dir doch eine Frau. Also das war ein Thema zwischen uns. Und ich habe natürlich nicht gewusst, dass er schon lange eine hatte. Und da habe ich mich betrogen gefühlt. Und der Akim hat mir auch mal gesagt, er wäre 2-3 Mal kurz davor gewesen, weil ich eben immer gesagt habe, ich würde es akzeptieren, ich weiß doch, dass es so ist. Und er hat es dann mit seinen Freunden besprochen und die haben gesagt, glaub ihr ja nicht, die sagen das don't nur. See. Und hinterher... Don't trust her. Don't trust any German, any white lady, woman, anyhow. Don't say it. I have it, hear it everywhere, all the angles. Then I say, okay, it's better not to say it. À la carabine, ça me dit. Lève, je vous ai là. Ma poitrine, je me crie. Fais si. Es geht wie ein roter Faden durch mein Leben. Also ich wollte schon sehr früh immer eine offene Beziehung leben. Ich hatte schon einmal sogar die Gelegenheit mit einem Mann, der auch eine Frau und 3 Kinder hatte, mit denen zusammen eine Lebensgemeinschaft zu gründen, aber die wollten nicht. Ich nenne das nicht Polygamie. Polygamie ist für mich in Afrika, wo die Frauen gezwungen werden. Ich bin ja nicht gezwungen und ich mache das auf freien Stücken. Ja, ist an. Mademoiselle. Fräulein Mombo Ramayatou, wollen Sie einen Mahmouda Bomako zum Mann nehmen? Ja, ich will. Mademoiselle Samba. Fräulein Samba Rianatou, wollen Sie einen Mahmouda Bomako zum Mann nehmen? Ja, ich will. Jen 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 kalengela kati kalengela sabarakata kagulu kalala kamwenye kitululu filapo. Jen 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 kalengela kagulu kalala kamwenye kitululu kamwenye kitululu.
Mein Vater hat 6 Frauen. Meine Mutter ist Nummer 2. Nummer 2? Ja. Also ich meine, der Akim hat ja während wir, und noch in der guten Zeit, als ich mich wirklich wohl gefühlt habe, hat der Akim ja One-Night-Stands mit anderen Frauen gehabt. Das hat er zum Beispiel nicht verheimlicht. Und nein, da bin ich nicht eifersüchtig. Solange er mir das Gefühl gibt, ja, du bist die wichtigste Person, hier will ich abends hinkommen oder mit dir will ich das Leben teilen. In Deutschland ist immer Grußliebe, die Grußliebe, aber bei uns in Afrika ist so, verstehst du? It's nothing that you miss something, but just mark spots. Und kannst du ihm jemals wieder so vertrauen, wie du es getan hast? Ist da nicht so ein Urvertrauen verletzt? Das ist sehr eigenartig. Das habe ich mich immer wieder gefragt. Und ich muss mich selbst ermahnen zwischendurch, seitdem wir wieder zusammen sind. Sei nicht so vertrauensselig. Schau mal, jetzt bist du wieder total nachlässig. Da ist irgendwas, was mich ihn immer vertrauen lässt. Also ich kann das aber nicht erklären. Das ist wirklich so. Wie machst du das? Oh, I just do things like I have the feeling to do it. I go with my spirit. Ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre alt und also ein Grund ist schon mit, dass ich möchte nicht alleine alt werden. Ich sage immer, ich bin nicht die Frau, die Kunstreisen nach Prag macht. Also ich mag einfach Männer und ich denke auch, dass ich in 5 Jahren genauso denke wie heute. Und ich habe auch mit 55 und mit 50 so gedacht. Und deswegen fahre ich ja auch jetzt mit ihm darunter, um die Familie kennenzulernen. Das ist dann für den Kleineren. Wumi. Wumi, okay. Your friend. Aha. Die sind süß, ne? Ja, sehr nice. Für Bimi. Also bei den Schuhen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir da die richtigen Größen. Aber die Mutter sagt, ja. Ist genauso die ist Größe. Wie alt ist die Älteste? 6. 6. 6. Ja, das passt ihr genau. Chemilori. Sag mal. Chemilori. Chemilori. Okay. Gut, ich würde sagen, die beiden für die Jungs. Aki und Wumi. Okay. Und das. Frau Bimi. So, jetzt kriegen wir vielleicht noch die Malstifte raus. Und ich habe mal jemand gefragt, was ist für dich das Schönste an Afrika? Und da ist mir spontan eingefallen, afrikanische Kinder. Also afrikanische Kinder, die haben etwas, da gibt es keine Worte für mich. Das ist wirklich, ja, da geht mir das Herz auf. Und es geht mir nicht so leicht auf. Und stimmt es, dass deine Frau ein Baby erwartet? Ja. Und wann kommt das? Februar. Und wenn es ein Mädchen ist, wird es anheißen? Gute Idee. Ja, ich denke, jetzt. Why not? Ja, why not? Why not? Also, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass eine Sympathie gegenseitig da ist. Und dann muss man schauen. Thank you.
Und sind wir schön? Ja. Schön. Und jetzt mach mal einen Schwenk zum Laden. Das hört man auch, wenn wir sprechen, oder? Ja, und wirklich. Look at me, Wumi. Please. Yeah. Mama. 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 Yeah. So, and yet, now we go here. Yeah. Look. Ich habe mich irgendwie nicht fremd gefühlt. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Und mir gefällt es, dass die Kinder, wenn sie Hunger haben, kriegen sie was zu essen. Wenn sie müde sind, liegen sie plötzlich irgendwo in der Ecke und schlafen. Also ich habe fast das Gefühl, es sind auch meine Kinder. You know, in Europe, you call everybody name. When I call Anne, then my daughter, they were looking at me. They don't know what they call Anne. I call the four of them. Look, Anne is your big mommy. I'm your mommy, but Anne is your big mommy. From today, Anne is your big mommy. Since then, the children, they get used to it. Ich glaube nicht, dass ich die Wichtigste bin. Ich bin eine andere. Ich erfülle eine andere Funktion, beziehungsweise unsere Beziehung hat er mit keiner anderen Frau. Also auf jeden Fall nicht mit einer anderen schwarzen Frau. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass ich mehr vom Akim habe als die Bola im Moment. Ja, ich sehe ihn das ganze Jahr. Wir leben hier tagtäglich miteinander und sie sieht ihn einmal im Jahr. Also ich kann mir das sowieso schwer vorstellen. Wie, muss ich gestehen, wie das für sie ist. Anne ist deine Frau oder Geliebte oder was ist? Beide. Beide? Ja. Und kann man in Afrika eine Frau und Geliebte haben, ohne dass man eine Familie ist, ohne dass man Kinder will? No. But there's a man in Africa that was married, a black wife in Africa for some 10, 12 years. They have problem to have children and they are still together. But it's 1 out of 10. 1 out of 10? Yeah. So normal is... The complete is with children and wife. So is it something you miss with Anne? Yeah. I think, for me and for most Africa, nobody wants to live the whole life outside his family. But if I want to live there now, I have to change to this system again. When you stay in Europe too long, you don't know the system from the Africa either. Because you think another way. Like now, if I'm in the traffic in Nigeria, traffic 2 hours, 3 hours, I'm getting nervous. But if you are with some friends in the car who are living there, it's normal for them. Ich habe mir oft überlegt, möchtest du vielleicht in Afrika alt werden? Aber da gäbe es andere Länder in Afrika als Nigeria. Also Nigeria
Nigeria ist wirklich das Land von allen afrikanischen Ländern, die ich kenne, was mir am wenigsten gefällt. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich leben möchte. Ich könnte mir das schon vorstellen, also gemeinsam mit in einer größeren Wohnung oder in einem Haus. Jeder hat seinen eigenen Bereich. In so einer Art Großfamilie älter zu werden. Also das würde ich mir wünschen. Wollt ihr jetzt zusammenleben? Ja. Und ist genügt das? Oder wäre es besser, wenn du deine afrikanische Familie noch dazu bringen könntest, wenn ihr zusammen sein könntet? Do you wish it or is it a compromise? I wish it. You wish it really? Really, really. It's coming from you. It's coming from beide. From yeah. Yeah, from you. I think one more. Frankfurt. Baggage. Au! Da, oder? Nein, da ist weißer Kind. Das ist nur. Das ist jetzt ein weißer Kind. Ja, Akim hatte irgendwann den Wunsch geäußert, er würde gern die Familie herholen. Und ja, und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Schau mal, die. Handy am Ohr, Handy am Ohr, Handy am Ohr. I can call her, sir, if you want. Yeah, call her. Hello, how many bags you have now? Eight. Eight, oh. Okay, the other one will come. Okay, bye. Hello. Hat die Bola gesagt, 8 Koffer. Oder? 11. 11 Koffer. Gut dann. Du weißt, ich bin nicht cool. Ja. Ich bin nie cool. Nie cool. Leider. Aber bitte bleib cool. Bleib cool. Okay. Cool bleiben. Hallo, Bola. Hallo, how are you? Fine, how fine? You're tired? Yeah. Yeah, you are tired. Oh, look at them. Me and Han, we have been together before. This is not the first time. She has come to Nigeria several times. We live under the same roof. Then when we meet, I was so happy. Me and her, we are just like friends. Why you cry? Emotion. Als die Familie im Juli am Flughafen ankam, ist mir mein Herz schon in die Hose gerutscht, wie man so schön sagt. Also ich habe schon einen Moment mich selbst gefragt, Ann, was machst du da? You just go in, just like this. Come. Don't touch it, you see? And here you can go out. Okay, so go there. And you take your belt. You have to use it here in Germany. Thank you.
Ganze hat sich fast so wie verselbstständigt. Das hat sich so ganz langsam entwickelt und irgendwann war es klar, jetzt kommen sie. Wir haben ja auch die Wohnung gekauft und eingerichtet und das war mehr so ein Prozess. For your Lego, I think you bring Lego. Yeah, you bring it, huh? Everything is mixed together. For me, I will never plan it to even come to Europe. But when my husband planning that he wants that I should come, I will come. Then we start the processing. Then so you had, you trusted in both. You knew that you will be happily welcome here. Yes, I know I'll be happily welcome. We did everything together. With Anne. With Anne. It's, everything is a little bit strange, huh? Don't make like this. If you make like this, everywhere is shh, and you go with food everywhere, and everywhere stink. Look at me. You have to sit down like this. You off your pint like this, and then you sit down like this. Then you piss direct. Look at me. Then you don't go everywhere with people. You want to drink something? Okay. Ich hab Left, finde ich. Das wird sich alles noch rausstellen, was wir noch brauchen. Ihr oder wir? Wir. Wir. Sind keine Schnecken mehr da? Ich sag, ist noch da. Ja, ah, okay. Oh mein Gott. Und die Buddha? Wir sollen mal schnell. Aber ich jetzt, ich bin hungrig. Ja. Ah, ist nice. Daddy cook good? you tell children not to speak by eating? Yes, I said it. Okay. Ehrlich gesagt habe ich keine ganz konkreten Pläne. Ich muss halt dann mal schauen. Ich habe mir überlegt, vielleicht eine Montessori-Schule oder. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja jetzt seit 2 Monaten in München, die ganze Familie.
Und das war so unsere Idee, dass wir die beiden Buben mit in Urlaub nehmen. Und Bola, also die Frau von Akim, und die drei Mädels, die sind jetzt in München. Und die sind jetzt da alleine und die müssen auch alleine zurechtkommen. Wir telefonieren so alle 2-3 Tage. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, dass alles wunderbar funktioniert. Ich bin happy und ich weiß, die haben noch mehr Chancen in Deutschland als in Afrika. Und was wünschst du dir für Bola? Was? Wie? Normal leben in Deutschland? Dass sie sich hier gut zurechtfindet, ja. Dass sie euch versteht. Tatsache ist, dass die beiden ja kaum miteinander gelebt haben. Die haben sich einmal im Jahr gesehen. Also das ist für die jetzt meines Erachtens auch ein Prozess. Die müssen sich ja eigentlich erst mal kennenlernen und man weiß nicht, was daraus wird. For me, I love my husband so much. Whatever with him, I love him. I was so young. What? Think 19 years. Yeah. Everything is okay for me. But he always be there here during the week. Then Friday he go to her. Then Monday evening he come back. Hello. Hi. You get? What you want? Okay. There's space. Besser. Thank you. No, you will go to park later. We wait for. Why? Der Akim ist ja inzwischen deutscher Staatsbürger. Und ich habe mich, nachdem er, nee, vorher schon habe ich mich, oder? Ja, vorher. Ja. Also ich habe mich 2000. Irgendwann wieder scheiden lassen vom Akim. Und dann hat er die Bola rechtlich geheiratet, also auch nach afrikanischem Recht. Und ohne das wäre es nicht gegangen. Also da wäre kein Familiennachzug möglich gewesen. Und mir ist das egal, mir geht es nicht darum zu heiraten, ne? Also verheiratet zu sein, im Gegenteil. If every child will have this now here when you come to school. Bola, we go here? Yeah. Okay. And that. They all go in different classes. I think the two will go to the same very school, close but shoulder. They have different classes. Different classes. Yeah, yes. And Wumi also is all in the same school, but different classes. Wumi the same. So I don't know how he will do it. Very soon, we will get used to it. Okay. Okay. Shemi? Round now. Wait. Straight. Okay. I think we can pass the other side of here. Hallo Kinder, jetzt geht's los. Also eure Namen kenne ich ja jetzt alle. Das ist ja auch der Grund, warum ich engagiert bin, dass ich eben mal sehen möchte, wie ist es für Afrikaner, wenn sie tatsächlich ein bisschen andere Möglichkeiten haben. Also da bin ich schon sehr neugierig, ob das funktioniert. Ja, super. Und an? Ja, sehr schön habt ihr das gemacht. Ganz schlaue Kinder.
Hallo. Wie geht's? Good. Yes, geht gut. The teacher is nice. She's very nice. Nice. I'm saying the teacher is very nice. Very nice. I dropped them exactly 8:45. And they made homework yesterday? They make their homework. Uh-huh. And they have friends already. In one day? Yeah, they have friends. Very fast. And have a lot of friends. Unchemi, my children, they have a lot of friends in the park and even in the school. Between me and Anne, there is no jealousness. We think life is not like this. We have to share it equally. So, I must not say because I come, you have to leave Anne. This I don't like. In Africa, that is normal. It's a lot of men has two wives. I think she have that in mind, or she's see it every day, like daily life in Nigeria before. Less. Look, Anne, look. You do your hand like this. So. It's straight? Yeah. And then, one, two. Before, they see their father only once in a year. Yes, they miss him. I feel like real family. Because, you know, it's not so easy to live without your children. And I can see my children growing up. That is nice for me. Super, ganz gut. Schön, dich auch, ja. Komm. Baby, when I was with my family, when I was in the school, when I was young, and when in the church that I go, they know me as a satisfied human being. As a satisfied human being, endurance human being, cool blabber woman. Ima cool blabber and satisfied. That is the key of my life. Thank you.
I miss is my mother, but we always speak on phone. Every week I call everybody. She's in Lagos? Yeah, she's in Lagos with my Chester. And when are you planning to go there? To go to Lagos? Oh, ich weiß nicht. Bis jetzt, ich weiß nicht. I love my children so much. Läuft besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich finde vor allen Dingen, dass die Kinder unglaublich gut erzogen sind, brav sind. Ja, sie stören mich. Ich finde es toll. So, mach deine Finger nass, ja, und dann ganz feste unten, nicht oben, unten. Ja. Ah, jetzt habe ich euch aber Dummheiten beigebracht, jetzt hör mal auf. Komm, ja, hast dich jetzt schön verbrannt, ne? Nein, Schatz, das Messer liegt rechts und die Gabel links. Und die Klinge vom Messer immer zum Teller hin. So ist richtig. Und die Serviette dann daneben. Da ist es auch falsch. Ja, das ist. Summen aus Jesse kam die Art. You know, like she was saying before, I just see them once in a year, you're like 2 weeks. Oh, when maximum 3 weeks. But now every time, Papa, I want this, Papa. Sometimes it makes me a little bit too much or tired or... Yeah, but it's okay. Banana? Mm-hmm. Lecker? Yeah. Sure. It's too much. Eat. Danke. Also ich bin überrascht, was für ein toller Vater er ist. Ich hätte es nie gedacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass er, seitdem die hier sind, ja sowas wie eine Perspektive hat, so kommt es mir vor. Also er ist verantwortungsvoller, er ist reifer geworden. Oh, unser Lied. Und lieb, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater in der Himmel zur Freude uns macht. Prost, ankommen. Das ist Wumis Lieblingsspiel Bruce, beim Essen. Heute bin ich traue mich das immer nicht zu sagen, aber ich bin fast sowas wie glücklich. Bis jetzt bereue ich meinen Schritt nicht und ich hoffe auch, ich werde ihn nicht bereuen müssen. Okay. Ja, ich mag. Ja, ich mag. Ich bin sehr gut.
Guten Abend, herzlich willkommen im Afrika-Haus. Ich habe den Film, den wir heute Abend zeigen wollen, Du bist mein Afrika, letztes Jahr im Herbst gesehen. Und mir hat er so gut gefallen, dass ich gesagt habe, den möchte ich gerne in Afrika. Whenever it is like what, home is the best. And how can, but how could we live here? We can, if you want to live here. And how? We can just, because we are not the only, you are not the only white man who live here. But I don't, the most white people here live here belong to the upper class. Mm. They earn a lot of money, but I don't belong to this arcane upper class. Mm. How is it possible? Do you believe that all Germans are millionaires? All of us, we believe that all whites are millionaires. That is our belief. So, let's rumble. Let's get ready for Rambo. Es ist einerseits ein sehr persönlicher Film, andererseits finde ich, steht der Film ja für schwarz-weiße Beziehungen. Also es ist, ich kann nur sagen, ich habe den Film gesehen, weil ich will den einfach hier zeigen. Also in diesem Film kommt eigentlich nur Geld vor. Es geht immer nur um Geld, um Geld, um Geld. Also ich sehe hier, das ist erschreckend, finde ich. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass es da zwar geredet wird, aber dass die Leute wirklich gelassen, locker und fröhlich sind. Mir ist eben wehmütig geworden im ersten Film. Ich habe an sie als Mutter gedacht und an ihre Kinder, die in Kenia leben. Und ich bewundere sie und wünsche ihnen viel Glück, dass sie eine gute Zukunft haben mit ihrer Familie und dass sie beide glücklich werden und bleiben. Das war mir sehr wichtig. Ja, ich habe alles verstanden. Ich möchte auch was Persönliches sagen. Apropos Vorurteile, apropos Rassismus, apropos, dass man nichts über, sobald man was über Afrikaner sagt, ja, dass man schnell angegriffen wird. Ich wollte eigentlich eine Brücke schlagen zwischen Afrika und Europa. Und in den 16 Jahren waren nicht sehr viele Afrikaner hier. Ich liebe den Akim, wenn sie gleich essen gehen. Der Akim hat gekocht den ganzen Tag. Und inzwischen habe ich dem Akim geholfen, dass seine Frau hier ist. Und die hat auch gekocht. Und ich bitte den Akim seit, ich tue etwas, ich sehe gerade, ich merke gerade, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin und mich oute. Und ich weiß noch nicht mal, ob das verstanden wird, was ich tue, weil ich rede über Akim und Bola, die da in der Küche stehen und nicht hier im Raum sind. Akim ist hier. Wo ist Akim? Hier. Wo? Oh. Geschickt versteckt. Ey. Da freue ich mich drüber. Aber ich rede trotzdem weiter, denn er darf es hören. Ich rede ja nicht hinter seinem Rücken. Ich sage was von mir, von meiner Enttäuschung, von meiner Erwartung, die ich hatte. Dass ich gedacht habe, dass Bola und Akim mehr an dem interessiert sind, was ich hier mache. Ich habe vorhin die Bola gebeten, guck dir doch den Film an. Ich würde mich freuen, ich würde gerne mich mit dir darüber unterhalten. Und sie tun es nicht. Und das Einzige, was mir bleibt, ist, es zu akzeptieren. Ihnen nicht böse zu sein, aber es ist Realität. Es ist, ich muss es feststellen. Naja, nachvollziehen und verstehen und dieses und jenes. Wenn ich jetzt in Afrika bin und
Bringen Sie doch mal ruhig die Bluse mit raus, ich zeige Ihnen noch was. Und der Schal, ah, der liegt da. Ja. Also das ist doch hübsch. Das finde ich sehr schön. Ja. Oder? Gefällt Ihnen das sehr schön. Teil? Ja. Ja. Und dann könnten Sie das hellblaue Blüschen, könnten Sie auch wieder dazu. Genau, das finde ich auch ganz toll. Und das Top wieder zu dem Rock, also insofern können Sie dann wunderbar kombinieren. Ja. Als die Vola und die Kinder kamen, war die Beziehung zum Akim besser. Erstens war er, fand ich, offener. Er hat sich bemüht, hinzuschauen, was macht mich glücklich. Nur ich habe plötzlich gemerkt, es stimmte nicht mehr. Der Akim ist halt jemand, der nicht viel redet. Der Akim handelt sehr aus dem Bauch heraus und ist kein Intellektueller. Und ich habe gemerkt, es hat keinen Zweck, mit ihm viel zu diskutieren. Super. Yeah. Huh? You like it? Yeah. Okay. This is a good one. Okay. Yeah. I like it. Letztes Jahr im Frühjahr habe ich plötzlich gemerkt, dass wenn ich mit dem Akim hier war, ich an Max gedacht habe. Und das wurde immer stärker. Und irgendwann habe ich gedacht, das stimmt nicht mehr. Oder der Akim hat hier unten gesessen und ich habe im Bett oben gelegen und habe mit Max telefoniert. Also, ja, wir haben halt noch ein bisschen Alltag gelebt, aber ich war doch mit meinen Gedanken sehr mit dem Max. Und dann habe ich offen mit dem Akim geredet. Sie sind sehr entfernt, ein Mann und meinen Sie? Ja, ich glaube schon, dass Sie gut zusammenpasst. Ich bin jetzt. Genau, genau. Das kam von mir. Ich meine, ich hatte ja schon länger keinen Sex mehr mit dem Akim, aber wir haben zusammen in einem Bett geschlafen, wir waren auch sehr intim. Ja. Also ich könnte das auch heute noch. Der ist mir so vertraut. Kein Sex, das spielt eine Rolle. Aber diese eingespielte
Alltagssituation und die damit auch verbundene Intimität, daran habe ich mich nicht gerieben. Habe ich mich selber über mich gewundert. Das habe ich mir vorhin erklären lassen, das sind Optimfallen. Also ich tue mich wahnsinnig schwer. Ja, wenn du aber so eine Maske siehst. Das ist ja fast ich afrikanisch. Da gibt es doch afrikanische Bezüge, gibt es, denke gibt ich. Es, ja. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher. Aber die gefällt mir auch in Afrika nicht, sowas. Also spontan, nein. Nein? Nein. Ja, mich zieht es an. Dich zieht es an. Ja. Es ist diese zentrale Gestalt, auch das Frontale, das ist ja beinahe wie bei den Ägyptern, diese frontale Stärke. Also bei den Ägyptern ist es nicht so überladen, da ist es nicht so viel Dekor. Ich meine die Figur, die zentrale Figur. Ja, wenn das Dekor nicht wäre, das gefällt mir. Das da. Das Hockende. Ja. Ja, weil es wieder einer ist, der auf der Überfahrt von Afrika nach China. Nein, aber schau mal. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Anne kennenlernte, habe ich Afrika total ausgeklammert. Mein Grund war, ich verstehe nichts davon, von Afrika. Ich verstehe überhaupt nichts. Und ich fange damit erst gar nicht an. Also da fällt mir zum Beispiel das jetzt besser. Ja? Ja. Weil es einfacheres Material ist, weil es primitiver wieder ist. Man kann ja auch nicht immer alles erklären, das ist ja auch intuitiv. Wenn ich jetzt ich auch plötzlich sehen. Ja. Auch das Grinsen. Das Grinsen, das Lächeln. Also Lächeln, ja. Ist ja kein Grinsen, oder? Ja. Und so viel ich weiß, ist das jetzt ein erleuchteter Buddha, weil er da oben eine Flamme hat. Also das habe ich, das weiß ich auch. Aber ich habe es ja nicht mit dem Erleuchtetsein. Ich sage es nochmal. Die Herausforderungen da sind schon größer als klar. Wir sind in Asien und wir wollen das auch wieder mal implementieren. Das ist schon eine Herausforderung, große, und ihr müsst euch ganz schön anstrengen. Patrick Sperrhardt, Akinemi Hitzler und Miriam Ziegelmeier. Always like this with him. If he's new in a place, he looks somehow of shock, but within 4 or 5 days, he's going to blend. He will even have more friends. He learned the language for 1 year. And now he's able to go to the high school? To the high school. I'm happy for him. And how do you feel? How do you feel yourself? Yeah. Not too bad. For me, I'm happy that I live fine with my children, with people around me. I don't have problem with anybody around me. Wir sind ja viele Jahre für die Ferien zusammen, oder? Ins Haus gefahren nach Nigeria, und dann haben Akim und ich in dem ein Zimmer geschlafen und Bola im anderen. Und oft war das so, dass er dann rüberging, um mit Bola Sex zu haben, und kam dann aber wieder zu mir. Also da hatte ich ja noch nie ein Problem mit. Die Bola, gut, die ist lieb, die lebt ihre Rolle, die liest die Bibel, aber ich habe es nicht geschafft, sie mal mit in ein Museum zu nehmen oder nur in ein Restaurant. Ja. Ich denke, das ist von Nigeria. Nigeria ist marked as weight. Yes, Nigeria mark of quality. I tell you, I will know. This is from Nigeria. Genau. The high is of Dutch. Krap and Brot. Okay, of English is Krankrank. Oder Krupuk. The jam is good. Sehr, sehr gut. If it's not good, I'll bring it back. Okay? Okay. I'll bring it back in the evening. It's not good.
That is the reason why I bring my family here, my children, to let them have better life and better chance. Because in Germany, if you want, they give you a chance. Lecker? Ja. Oh, das schmeckt gut. Ja. Herr Atin, der hat mich gefragt, ob wir vielleicht mal wieder zusammen alle kochen. Oder soll ich sagen, ja, der Max mag aber auch zum Essen kommen. Fände ich lustiger. Findest du lustiger? Finde ich lustiger, ja. Mhm. Also wenn dir das recht ist. Mhm. Oder wenn das... Mir ist das schon recht. Aber ich habe auch keine Lust mehr, ihn drauf anzusprechen oder... Ja. Ich habe dem kleinen Akim mal erklärt, was der Max für mich ist und was er mir bedeutet. Also die wissen das. Und darauf, in dem Gespräch auch, hast du gesagt, aber dein Papa will den Kontakt, den direkten Kontakt nicht. Und darauf war seine Antwort, da kann man nichts machen. Dann können wir nichts machen, hat er gesagt. The children change immediately. They adopt immediately. They were small when they was here, and they have their own friends here now, and they are going to their school and they are doing their things. I think after my generation, the things will change because the children nowadays, they think anders. They have friends here, Yugo, Tokai, Doshe. Even sometimes when I speak or we discuss about family, they forget some people's names. I think they can go to Nigeria for visit, but to go back to live, ich glaube auch seine Beziehung mit mir. Ich weiß, dass er mich mag, aber sie war immer überdeckt von dieser Vorstellung, ich will meine Familie nach Europa kriegen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich zwar verantwortlich, auch für die Kinder, und ich liebe die Kinder, aber es ist nicht mehr mein Problem. In dem Prozess bin ich gerade. Und dass ich dich kennengelernt habe, erleichtert mir das. Dass ich es nicht mehr zu meinem Problem mache, dass ich Distanz gewinnen kann. Ja. Ja, der Max, ne? Wetterfest. 18 Jahre Wetterfest. Sind deine Arme noch nicht müde? Akim. Keine Antwort. Das hier tun wir in die Zentner. Also das ist ein Kapitel, das ist abgeschlossen. Ich hatte mir vorgestellt, dass der Akim und seine Frau, dass die das weiterführen. Ich war überrascht, dass er das nicht wollte. Ja, er hat die Chance, die ich ihm angeboten habe, warum auch immer, er hat sie nicht wahrgenommen. I'm not happy about what. There's nothing you can do as airport. It's closed, it's closed.
We start together and then we end it together, then it's okay. Heute fehlt Akim in meinem Projekt. Das ist mit ein Grund, warum ich auch zumache. Das ist kein Vorwurf, keine Kritik, das ist einfach eine Feststellung. Akim, wo ist er denn jetzt hingegangen? Wo ich bin hingegangen, ist meine Privat. Okay? Danke. I don't like to die here. I would like to go back home. If it comes now, anybody can die anytime, but if it doesn't come before then, I go back home. I tell you something, all Africa people, a guy where they come from, nobody wants to die here. Everybody wants to go back home. And nobody wants to stay too long. That is the fact. Oh, people so beautiful.